Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über den Surge XT Synthesizer. Die Version 1.1.0 ist vor ein paar Tagen rausgekommen und ich möchte einfach so ein paar Features hervorheben, aber legen wir doch einfach mal los. So, das ist der Surge XT oder der Surge Synthesizer, den ihr so kennt in der Übersicht. Und da das Changelog so ein bisschen größer ist und habe ich mir so ein paar Sachen rausgesucht, auch vielleicht, weil das eine oder andere auch so ein bisschen versteckt ist, beziehungsweise man auch wissen muss, wo und wonach man suchen muss, dachte ich, machen wir einfach dieses kleine Video. Und zwar eines der Features, die immer wieder angefragt wurden, sind Undo und Redo. Und kennt man ja normalerweise, wenn man irgendwas verändert, Steuerung Z kann man das wieder zurücknehmen oder eben Steuerung Y kann man es auf Redo machen und dann ist das alles wieder so, wie wir das gerade gemacht haben. Das heißt, ich kann hier wunderbar vor und zurück mit Steuerung Z und Steuerung Y gehen. Eine weitere Variante, die jetzt auch in dieser Nightly-Version, also in dieser Entwicklerversion schon eine ganze Weile der Fall war, ist, Surge XT wird als Clap-Plugin auch angeboten, also als Standard-Clap-Plugin. Wenn ihr da noch nichts drüber gehört haben solltet, was vermutlich unwahrscheinlich ist, aber trotzdem, ich habe da auch noch mal ein Video zu dem gesamten Thema Clap-Plugin gemacht. Das ist ein wunderbares Plugin. Ich hoffe, dass das bald der Industriestandard ist. Und warum das so ist, das könnt ihr einfach in dem anderen Video anschauen. Beziehungsweise es gibt auch wahnsinnig viele Artikel darüber. Und natürlich gibt es das Plugin auch als LV2, das ist eine Open-Source-Variante des Plugins, und natürlich als VST3 für alle anderen DAWs, die halt nur VST3 oder eigene Formate unterstützen. Und ja, auch für alle Betriebssysteme, Linux, Windows und Mac gibt es den Surge, also ein wahres Wunderwerk hier am Start. Und das für einen Synthesizer, der Open Source ist und der auch kostenlos ist und der ein megamäßiges Potenzial hat, was von vielen immer noch sehr, sehr unterschätzt wird. Ich halte ihn für einen der besten Synthesizer, die es gibt, und das auch noch für lau. Aber ja, probiert ihn einfach aus, falls ihr ihn noch nicht kennt, falls er auf der Platte liegt und einfach so ein bisschen ein weißen Dasein fristet. Nehmt den raus, beschäftigt euch damit. Ich habe eine komplette Serie über den damals noch Surge Synthesizer gemacht. Da kam zwar das eine oder andere noch mit dazu, aber grundsätzlich ist das noch alles gültig, was ich da erzählt habe. Das heißt, ihr könnt da auch noch mal quasi ganz von vorne einsteigen und euch einfach noch mal eine Übersicht über den Surge gönnen, eine Serie. Und ja, tut das einfach. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ein anderes großes Ding, was neu dazugekommen sind die Shortcuts. Und mit Alt-B für Shortcut kann man den Editor einblenden. Für die besonderen Shortcuts. Und hier hat man quasi eine Vordefinition der ganzen Shortcuts und kann die aber auch nochmal umdefinieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe und den Shortcut für Undo ändern möchte, zum Beispiel auf Escape, was nicht wirklich sinnvoll ist, denke, na, das war jetzt nicht so das Grobe, das Beste, was ich gemacht habe, dann drücke ich hier einfach auf Reset und habe wieder den Original-Shortcut am Start. So, das zu dem Thema Shortcuts. Gehen wir hier auf OK. Dann gab es so ein paar kleine schöne Änderungen zum Thema Patch bzw. Presets. Beim Surge Synthesizer heißt das Patch und nicht Preset. Und zwar, wenn ich hier draufklicke mit der linken Maustaste, kriege ich eine schöne Übersicht über die wahnsinnig vielen Presets, die es da einfach gibt, oder Patches, die es da gibt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele es sind, ob das jetzt 2000 oder 3000 Patches oder Presets gibt, in allen möglichen Varianten. Das heißt, es gibt hier Factory-Presets, dann Third-Party-Presets, zum Beispiel hier von Roger Lin, auch nochmal ein paar Presets, die sehr gut für zum Beispiel sein Lin-Instrument sind.
das heißt MPE, steht hier auch nochmal in Klammern, konform sind. Da kann man eine ganze Menge raussuchen. Und zwar hier die Suche, die kann man hier mit dem Lupensymbol oder Steuerung F als Shortcut. Und dann kann man hier was eingeben, Orgen. Und dann kriegt man hier so quasi ein Vorschaufeld zu den verschiedenen Patches oder Presets und kann jetzt mit der Pfeiltaste quasi hier runtergehen und wenn man jetzt eins ausprobieren will, einfach die Enter-Taste drücken. Oder das nächste. So, das heißt also Pfeiltasten hoch und runter, Enter-Taste kann man sich quasi das Preset reinladen, dann eben ausprobieren. Und wenn man dann, sagen wir mal so, sich das Hausorgen, okay, die klingt vielleicht gar nicht schlecht, die finde ich gut, einfach Steuerung, Enter und dann übernimmt man das Ganze. Man muss dann nicht erst noch mit der Maus irgendwie rumklicken, sondern hat das dann sofort irgendwie am Start. Also Steuerung F zum Suchen. Dann mit den Pfeiltasten hier rumgehen. Zack, zack. Und Steuerung Enter hat man das ausgewählt. Man kann eine ganze Menge mit der Tastatur machen. Da komme ich auch gleich nochmal so ganz kurz drauf. Dann eine Sache, deshalb habe ich jetzt gerade nochmal ein anderes Preset gewählt. Und zwar gibt es jetzt die Wavetables und die Window. Das nochmal hier, das ist jetzt so ein Window, das ist eine Wavetable-Up-Art, anguckt. Dann gibt es das hier als 3D-Variante und wenn man hier durchmorpht, sieht man auch schön irgendwie, wie diese Wellenform hier durchsweept quasi. Das gibt es jetzt als 3D-Variante visualisiert oder wenn ich hier draufklicke, als alte 2D quasi nochmal. Oder ich kann auch mit einem Rechtsklick Switch machen. Finde ich wunderbar, weil manchmal ist einfach so eine 3D-Geschichte, wo man quasi schon die Vorschau hat, wo was ist, auch eine schöne Variante. Eine kleine Sache, aber eine schöne Sache auf jeden Fall. So, und dann ist natürlich, was für ganz viele ganz wichtig ist, hier Skin oder Themes. Und zwar kann man hier jetzt zwischen verschiedenen Skins auswählen. Das ist ja dieser Standard-Theme mit einem Rechtsklick irgendwo auf eine freie Fläche. Kann ich hier unter Skins, kann ich hier jetzt mir den Search Classic auswählen. Dann gab es ja früher immer noch den Search Dark. Das ist diese Variante, war lange Zeit meine Lieblingsvariante, weil ich einfach so dunklere Oberflächen, die einen nicht so anschreien, eigentlich ganz gerne mag. Wenn man jetzt nicht gerade draußen bei Sonne arbeitet, meistens in einem Raum. Und jetzt gibt es hier einfach die unterschiedlichen Varianten. Es gibt den Classic Deluxe oder Deluxe, der ist auch irgendwie ganz hübsch. Und den Modern Dark, der hier, auch irgendwie ganz hübsch. Dann den Modern Dark Blue, das ist mein aktueller Liebling. Den finde ich einfach am klarsten irgendwie. Ist halt einfach Geschmackssache. Und natürlich gibt es den Royal Search XT. So. Den gibt es auch nochmal. Finde ich super schön, aber ich finde den irgendwie nicht so klar. Irgendwie hat der für mich so dieses, als würde da irgendwas spiegeln. Ich weiß es nicht. Also den finde ich im Moment so für mich am klarsten. Da komme ich auch am besten klar. Finde halt auch so die ganzen Knöpfe und Fader irgendwie, ja, ist so mein Ding. Viele von denen oder einige von diesen Skins, außerdem, ich glaube, den Search Classic und den Search Dark, der ist beim Standard, wird der mit ausgeliefert, könnt ihr auf der Search-Webseite runterladen. Der Link ist in der Videobeschreibung mit drin. Da guckt einfach mal rein. So, und dann gibt es noch solche Inline-Windows, nennen wir es einfach mal so, und zwar hier bei den Makros. Wenn man hier zum Beispiel List aufruft, dann hat man hier so dieses Fenster, wo man sämtliche Modulationen, die gemacht worden sind, kann man hier sich anzeigen lassen und das Fenster kann man hier auch rausnehmen. Das geht immer auf meinen anderen Bildschirm. Und das kann man jetzt auch anpinnen, sodass dieses Fenster quasi immer offen bleibt.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was Neues moduliere hier, machen wir jetzt einfach mal, zack, dann sieht man hier, alles klar, hier ist die neue Modulation drin und kann das auf einem anderen Monitor zum Beispiel oder auf demselben Monitor lassen. Dann kann man das Fenster natürlich auch nochmal in der Größe verändern, wie man das möchte. Kann man das hier nochmal in der Breite verändern, das ist schon klein genug. Dann kriegt es, glaube ich, nur breiter, aber nicht kleiner. So, ist die Frage, wie sinnvoll es ist, aber jetzt mache ich das einfach mal so. Und wenn einem das alles irgendwie über den Kopf weg, kann man einen Doppelklick auf die Kopfleiste hier machen, dann kriegt man wieder das original große Fenster zurück. Es gibt hier Filteroptionen nach Source und nach Target. Das wird hier einfach alles umgefiltert. Dann kann man hier eine zusätzliche Modulation irgendwie einstellen. Hier nochmal eine andere Filter. Optionsgeschichte, wo man dann die nur einzelne Filter sich quasi einzelne Filterziele oder Filter Quellen oder alles Mögliche einstellen kann. Also der Filter ist nochmal hat eine schöne Filteroption drin. Gerade wenn man ganz ganz viel moduliert, macht das super viel Sinn. Dann kann man natürlich, also ich sollte jetzt vielleicht mal den Filter wieder ausmachen und dann kann man natürlich noch mal sagen, okay, zeig mir gar keine Values an oder die Tiefe, die Values, die Tiefe oder zeig mir einfach alles an, je nachdem, wie voll man sein Display haben möchte. So, machen wir das hier wieder so und dann machen wir das wieder klein, damit das wieder in dem Search Synthesizer drin ist und dann schließen wir das Ganze auch wieder. So, und eine weitere Option, die ich hier leider nicht testen kann, ist aber: Der Search XT Synthesizer ist wohl auch für Touch-Displays optimiert. Wenn ihr einen Touch-Display habt und das mal ausprobieren wollt oder ausprobiert oder sowieso damit arbeitet, wäre ich mal ganz interessiert, wie gut das ist und ob ihr lieber mit Touch oder mit Maus oder einfach wie es sich anbietet arbeitet. Schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Würde mich einfach mal interessieren, weil ich kein Touch-Display habe. Dann gibt es natürlich wieder zu den ganzen Optionen hier wieder die Hilfe. Und wenn ich da draufklicke, wird dann der Browser geladen. Und der springt dann zu der Stelle, wo ihr halt einfach die Hilfe aufgerufen habt. Die Hilfe ist dann auch oftmals in Deutsch oder in Englisch. Und dann sieht man auch schon, okay, für den XT gibt es nur auf Englisch, aber dafür in der alten Version Search 1.9 Version gibt es auch auf Deutsch. Und eigentlich sollte der jetzt umspringen. Aber was er nicht tut, das ist schade. Normalerweise macht er das, aber man zur Not könnte man das Ganze jetzt auch noch mal eventuell vielleicht Reload machen. Geht er trotzdem nicht. Vielleicht hier auf Manual klicken. Vielleicht hat die Webseite einfach noch funktioniert, noch nicht so. Das kann auch ganz gut sein. So. Und das Ganze geht, wenn man hier draufklickt, auch nochmal mit F1. Dann kann man das Manual aufrufen, dann geht wieder der Browser los und lädt einfach die entsprechende Stelle rein. So, und was ich vorhin gesagt habe wegen dieser, jetzt weiß ich selber nicht mehr, was ich gesagt habe, wegen den Shortcuts, also den Tastaturkommandos. Und zwar wurde der Search im Bereich Accessibility, also Zugang, Barrierefreiheit, ordentlich überarbeitet mit einer Community, wo es dann auch um Screenreader geht. Also das heißt Software, die quasi vorliest, wo man sich gerade befindet für Leute, die extrem schlecht sehen oder blind sind, damit die diesen Synthesizer auch benutzen können. Und das ist eine wunderbare Sache, weil das hat was mit der UX, also der User Experience zu tun. Das heißt einfach auch so, dass man Dinge gut erkennen kann. Deshalb auch so meine Wahl für diesen, für dieses Skin. Oder das sind zum Beispiel auch ganz, so ganz klassische Sachen wie diese grauen Linien. Je nachdem kann man die gut oder einfach schlecht erkennen. Wenn man jetzt hier einfach so mehr irgendwie reinzeichnet, ist das immer ganz gut, wenn ein Programm einem da visuell unterstützen kann. Und zum Beispiel ist es auch relativ wichtig,
dass es Optionen gibt für Leute, die einfach nicht so gut sehen oder die auch so, ich glaube, Fehlfarben. Ist das auch so die Rot-Grün-Blindheit oder gibt es ja unterschiedliche Varianten, wie welche Einschränkungen manche Leute haben? Und ich habe dann manchmal, auch je nach Lichtverhältnissen, einfach das Problem, dass ich diese grauen Linien hier nicht kontrastreich genug sehe. Und manchmal wäre mir das halt einfach lieber, wenn das einfach hässlich wäre und diese Linien wären einfach schwarz. Dann kann ich das auch ordentlich benutzen. Je nach Bildschirm und so weiter ist das nochmal ein kleiner Unterschied. Und das sind diese barrierefreien Sachen oder aus dem Bereich dieser ganzen Barrieregeschichten, beziehungsweise Accessibility, beziehungsweise UX, also User Experience, wo man einfach sagen kann, okay, das, was da ist, kann ich gut erkennen, damit kann ich gut arbeiten oder ich kann es einstellen, dass ich es gut erkennen kann. Und da wurde eine ganze Menge mit dieser Community eben auch gearbeitet, sodass das Bild des Search schon so klar wie möglich ist, beziehungsweise eben auch für blinde Leute, dass das mit diesen Screenreader-Programmen wunderbar funktioniert. Ich kenne mich da auch nicht aus, wie das jetzt auch so in den Extremfällen ist. Wenn ihr, das würde mich mega interessieren, wenn ihr eingeschränkt sein oder auch blind sein, aber den Search benutzt und Bock habt, das in den Kommentaren zu hinterlassen, einfach vielleicht eure Erfahrungsberichte oder vielleicht auch so ein paar Infos für Leute wie mich, die sich da nicht so auskennen und einfach so diese Welt so ein bisschen verstehen wollen, hinterlasst einfach mal einen kleinen Kommentar oder auch einen größeren Kommentar, würde mich sehr freuen. So, dann gehen wir mal weiter. Bei Filter und Hüllkurven ist da nochmal was dazukommen, und zwar Filter und Hüllkurven. Wir haben hier zwei Filter hier drin. Machen wir hier einfach mal einen Highpass nochmal rein, 24. So, jetzt habe ich hier Cutoff und Resonance, hier auch nochmal Cutoff und Resonance und kann hier so rumspielen, wie ich will. Und jetzt, was hier auch neu ist, ist hier in der Mitte, ist nochmal ein Symbol, und wenn ich das aufrufe, kriege ich einen Filter Analysis-Fenster. Und hier sehe ich dann auch, wenn ich am Cutoff rumspiele, sehe ich auch so schön visuell, was hier passiert. Und wenn ich an der Resonance noch so ein bisschen rumspiele, sehe ich hier das auch nochmal und kann hier innerhalb dieses Fensters nochmal zwischen Filter 1 und Filter 2 hin und her schalten und sehe dann einfach, was bei den verschiedenen Filtern hier passiert. Dann gibt es zusätzlich nochmal bei dem Key-Tracking, bei diesem High-Pass-Filter, kann man ja bei dem Key-Tracking eben diesen High-Pass-Filter einschalten, und mit einem Rechtsklick ist jetzt hier ein 48 dB Slope hinzugekommen. Den gab es vorher nicht und den gibt es jetzt einfach. Also wer jetzt so einen richtig harten Filter da nochmal reinballern will, der kann das jetzt mit 48 dB nochmal machen. So, und dann gibt es noch einen Mono-Retrigger. Wenn dieser Patch auf Mono eingestellt wurde, hier oben in dem Play-Mode, das heißt, ich kann dann immer nur einen Ton zur Zeit spielen. Wenn ich hier jetzt einen Rechtsklick drauf mache, gibt es hier einen Envelope-Retrigger-Behavior. Und zwar kann ich jetzt einfach sagen, okay, wenn ich jetzt eine neue Note anspiele, dann wirkt sich das auf die Filter und auf die Amplifier-Hüllkurve auf, also Envelope Generator. Und dann kann ich jetzt einfach sagen, okay, neue Note fängt alles von neuem an, das heißt, die komplette ADSR-Kurve wird in beiden neu gespielt, oder ich mache an der Stelle weiter, wo gerade diese beiden Kurven sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier, machen wir einfach mal einen sehr langen Attack auf beiden. Und wechsle jetzt einfach währenddessen, und ich habe hier jetzt eingestellt auf Continue. Also wenn ich zwei Töne anschlage, fängt er nicht von vorne an, ich mache jetzt nochmal, sondern er macht an der Stelle weiter, an der quasi der alte Ton war. Und wenn ich das jetzt zurückstelle auf Reset to Zero, fängt er jedes Mal wieder von neuem an. Eine sehr interessante Variante und ziemlich wichtig, je nachdem, wie man halt einfach sein Instrument klingen lassen möchte.
Dann gehen wir weiter zu den Effekten. Und bei den Effekten hier war das früher so, wenn man so einen Effekt deaktivieren wollte, dann hat man einen Rechtsklick drauf gemacht. Dann war das deaktiviert. Ein Rechtsklick, das wurde jetzt geändert, öffnet jetzt einfach das Auswahlmenü an Effekten, die man hier reinnehmen kann. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, dann machen wir nachher vielleicht einfach ein neues Instrument. Ein Rechtsklick und hier ein Delay jetzt, ein Basic Delay reinmachen, ist der quasi drin. Und den schalte ich jetzt aus mit einem Doppelklick. Das ist bei ganz vielen Programmen nämlich einfach der Fall. Und Doppelklick schalte ich das Ganze wieder an. Das hat sich hier mal geändert. So, und jetzt mache ich hier einfach mal einen Initialize Patch. Dann habe ich einen Sägezahn. Achtung. So, und nehme mir jetzt einfach mal einen Delay wieder hier rein. Ein Basic Delay. Also ich habe hier den Mix hier komplett auf, das natürlich. So, und dann ist vielleicht die Delay Time auch so ein bisschen zu viel. So ist vielleicht ganz schön. Okay, und bei dem Delay ist jetzt noch mal was dazugekommen, und zwar bei dem Feedback. Wenn man hier einen Rechtsklick drauf macht, gibt es hier diese Limiting bzw. Clipping Option. Und da steht auch schon Disablen, wenn man gerne mit dem Feedback spielt und das auf 100% aufzieht. Das kann ordentlich wehtun und Boxen kaputt machen. Das heißt, man hat jetzt hier verschiedene Clipping-Optionen, zwei Soft-Clipping-Optionen und Hard-Clipping-Optionen. Das heißt, der eine Hard-Clip ist bei 0 dBFS, also dB Full-Scale, und die andere Option geht plus 18 dBFS drüber. Manchmal auch ganz praktisch, wenn man quasi sagt, okay, ich will da schon ordentlich rausblasen, habe aber dann in der DAW noch zusätzlich was drin, womit ich das nochmal das Clipping einfange, oder ich habe das in der DAW so leise, dass ich quasi hier den Sound so laut rausschicken kann und in der DAW gar nicht quasi über 0 dBFS rauskomme. Zum Beispiel. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man da einfach machen kann. Und was jetzt hier auch zum Beispiel bei dem Delay-Effekt, Feedback-Effekt drin ist, also hier kann man ja Feedback von 0 bis 100 machen, und bei 100 ist halt dann ordentlich so. Aber es gibt jetzt hier nochmal zusätzlich mit einem Rechtsklick da drauf Extend Range. Und das ist jetzt interessant, weil ich kann jetzt hier von 0 bis 100 und von 0 bis minus 100 machen. Das heißt, ich habe Negativ-Feedback. Zu dem Thema mache ich auch nochmal ein extra Tutorial. Da bin ich auch nochmal, habe ich nochmal nachgefragt, wie man das am besten quasi hörbar macht, irgendwie einen Effekt baut oder einen Sound baut, wo man das richtig gut hört, damit man auch den Effekt ordentlich kapiert und auch ordentlich einsetzen kann. Das habe ich mit Leuten aus dem Sequencer.de Forum mal besprochen. Da haben ein paar Leute wirklich guten Input geliefert. Und entsprechend, da werde ich dann auch noch mal eben ein Tutorial machen. Deshalb will ich das hier nicht weiter beschreiben. Aber es gibt hier jetzt einfach die Möglichkeit, mit Negativ-Feedback zu arbeiten, hier mit dem Extend Range. Und da einfach noch mal drauf hingewiesen, weil das war auch in dem Changelog drin. Ich konnte im ersten Moment gar nichts damit anfangen, weil ich mich noch nie wirklich damit beschäftigt habe. Insgesamt sind hier jede Menge neue Effekte auch wieder zugekommen, einige Veränderungen bei den Effekten, Fixes und so weiter, und natürlich auch bei Air Windows, was ja nochmal so ein ganz eigenes Universum an Effekten ist, was da drin ist. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Effekte es insgesamt beim Surge Synthesizer gibt, aber es sind einfach massiv viele. Und da sei ja auch gesagt, also es ist ja nicht nur so, dass der Surge jetzt einfach nur so ein Synthesizer mit Oszillatoren ist, sondern man kann den Surge ja auch so einstellen, dass ich den quasi nur als Durchgang benutze, als Audio-In benutze und dann auch nur als Effektgerät benutze. Das geht natürlich auch. Und auch zum Beispiel ein Audio-Input nehme und damit die als Oszillator benutze und wie auch immer. Also der ist
extrem vielseitig einsetzbar. Wie gesagt, guckt euch den Search XD an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und falls er auf der Platte verweist, dann benutzt ihn. Das ist ein extrem guter Synthesizer. So, zu den Modulatoren sei auch noch mal dazu gesagt, das relativ einfach. Ich klicke hier auf einen Modulator und dann moduliere ich irgendwas. So. Und bei dem Modulator habe ich ja normalerweise hier die Option, ich kann hier irgendwo verschiedene Wellenformen einstellen, was für Modulation ich haben will. Ich kann es natürlich auch hier nochmal direkt auswählen. Ein Step-Sequencer oder einen MSEC oder einen Sample and Hold oder ADSR, weiß jetzt gar nicht, MSEC, ein Envelope, genau, nochmal zusätzlich. So, und das heißt, ich habe quasi die Einstellung der Wellenform mit der Amplitude und der Phase und der Rate und allem Schickimicki plus noch einen LFO Envelope Generator, wo ich dann einfach sagen kann, zum Beispiel die Attack-Zeit, wie langsam das hier reingeht. Ich initialisiere das jetzt vielleicht alles nochmal so von Anfang an. Also ich sollte vielleicht noch irgendwas, nehmen wir vielleicht einfach den Pitch, das ist immer sehr gut hörbar. Na, mit dem LFO-EG sage ich dann, wie schnell oder wie langsam eben dieser Effekt da reinkommt. Dann kann ich natürlich auch nochmal mit dem Sustain und dem Release hier irgendwie arbeiten und das Decay nochmal anpassen, wo ich dann einfach quasi eine Hüllkurve über mein LFO drüber lege. So, das ist ja der Standard, wie ich das mache. So, und jetzt löschen wir das Ganze nochmal. So, und jetzt gibt es eine Veränderung, und zwar, ich kann einmal den kompletten Output, also hier die komplette Einstellung plus den LFO-EG als Output nehmen. Ich kann aber den Modulator auch so einstellen, indem dass ich hier vorne auf das Hamburger-Menü klicke und kann sagen, okay, das ist der Gesamtoutput, den ich hier gebe. Ich kann jetzt aber auch nur die Wellenform hier ausgeben, dann wird der EG hier ignoriert. Ich kann aber auch nur den die Hüllkurve, also Envelope Generator, ausgeben und dann moduliere ich eben, was ich eben moduliere. So, dann jetzt moduliere ich nur die Envelope Generator. Und wenn ich jetzt hier noch ein wenig Release, oh ne, modulieren wollte ich das nicht, Release hinzugebe, dann merke ich auch, vielleicht ein bisschen mehr Release. So, und dann geht das hier so runter. So, das kann ich hier so einstellen. Und in der Liste sehe ich jetzt, okay, Voice LFO 1 und zwar EG only. Moduliert den Pitch. So, ich kann jetzt aber, wenn ich das hier auf komplett eingestellt habe und vielleicht auch das hier wieder lösche, zack, könnte ich jetzt auch hingehen, den Pitch hier so modulieren, beziehungsweise bei dem Pitch einstellen, sagen, Rechtsklick, Add Modulation from Voice LFO, und da haben wir den 1er hier und nur sagen hier Raw Waveform. Und dann sage ich hier, moduliere mir bitte 12 Semitones, 12, zack, und jetzt sehe ich hier in der Liste Voice LFO 1, Raw Waveform und Pitch. Das heißt, jetzt ist dieser EG komplett ausgeschaltet. Und, das wollte ich nicht, Tab, und der moduliert jetzt einfach direkt los, ohne irgendwelche Attack-Zeiten mit dazu. Das heißt, ich habe von dem Modulator, wo ich vorher halt immer das Gesamtpaket quasi modulieren könnte, ist jetzt aufgeteilt in Gesamtpaket, nur Welle oder nur Hüllkurve. Eine super Sache. Und jetzt kann ich quasi einen Modulator nehmen und einfach nur die unterschiedlichen Elemente davon auf bestimmte Parameter modulieren. Eine super Sache. Vielleicht nicht für jeden so mega interessant, aber das ist einfach ein ganz großes Feature, weil man hat hier 6 Voice LFOs und 6 Szenen LFOs, das Ganze mal 3 bei Komplettpaket
nur Welle, nur EG, erweitert das ganze Modulationspaket halt nochmal extrem. Und wenn wir gerade bei den Modulatoren sind, hier bei dem Step-Sequencer, wenn ich jetzt hier was einzeichne, hier einfach mal so ein bisschen so, ist bei dem Deform, da kann ich hier diese Welle hier ja deformen, wenn man hier so ein bisschen hier reinguckt, habe ich jetzt noch einen zweiten Algorithmus, den Typ 1 und den Typ 2, und dann sieht das nochmal so ein bisschen anders aus, wenn ich das jetzt hier immer nochmal umschalte. Das ist die Veränderung. Typ 2 soll so ein bisschen smoother sein, also nicht so extrem, sieht man auch, hier ist der Ausschlag richtig extrem. Und Typ 2 ist da einfach etwas entspannter und geht da nicht so ganz aggressiv zu Werke. So, im Bereich Microtuning hat sich noch eine ganze Menge geändert. Da guckt einfach bitte in das Changelog, das möchte ich jetzt hier nicht besprechen. Ebenso die ganzen Surge XT Effect Plugins, die dazugekommen sind, die gefixt worden, was da gemacht worden ist. Das ist dann einfach auch nochmal ein riesiges Thema. Da bitte guckt auch nochmal in das Changelog rein. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Dann gab es nochmal einen schönen Zusatz, und zwar, wenn wir hier nochmal auf die Presets gehen, man kann die Presets exportieren, nicht Save Patch, ha, da habt ihr mich jetzt erwischt, man kann die, da muss ich jetzt nochmal gucken, man kann diese Favoriten, das könnte jetzt sein, weil ich keine Favoriten habe, man kann die Favoriten nochmal exportieren. Und zwar ist das dann eine Datei mit der Endung search.fav, also ein Wort, surge.fav, was nichts anderes ist als ein CSV-Datei, also eine Textdatei, die man einfach exportieren kann, zum Beispiel auf einer anderen Maschine, wo man den Search auch installiert hat, einfach wieder importieren, so hat man halt seine ganzen Favoriten, kann man da einfach synchron halten und muss dann nicht für jede einzelne Maschine das nochmal komplett neu machen. Aber was mich jetzt hier interessieren würde, das suche ich jetzt aber nicht. Vielleicht wisst ihr das ja selber, wie man das Ganze jetzt exportiert. Vielleicht mit einem Rechtsklick hier drauf. Ja, wunderbar. Mit einem Rechtsklick auf das Herzchen Export Favs und Load Favs From. Und hier sehe ich einfach meine Favoriten nochmal, die ich hier drin habe. So, eine kleine Sache vielleicht noch, die habe ich vorhin nicht erwähnt. Das war schon im alten Search so, man kann hier die Patches mit der Steuerung und der Pfeiltaste rechts links verändern. Da kann man so ein bisschen durchscrollen. Und also hier, das ist das gleiche wie hier Patch. Und bei den Kategorien nimmt man einfach die Shift-Taste und rechts links. Und dann geht man durch die verschiedenen Kategorien hier einfach durch. So, und wenn man quasi durch alle Kategorien durch ist, das sieht man dann hier, dann wandert man quasi zum nächsten Autor oder zum vorherigen Autor. Ne? Hier Wasby, Xenofish, Suicider und so weiter kann man hier quasi per Tastatur durch alles Mögliche durchscrollen, ohne dass man hier jetzt jedes Mal mit der Maus klicken muss. Das ist auch eine schöne Sache. Insgesamt bei den ganzen Patches ist natürlich auch noch jede Menge Fixes bei den bestehenden Patches gemacht worden. Also sind etliche Patches und Presets auch nochmal verbessert worden. Und zusätzlich sind noch weitere Presets dazugekommen. Wie gesagt, es sind riesig viele Presets oder Patches von verschiedenen Leuten, und es sind auch noch neue Wavetables dazu gekommen von Quonundry und Alif und Exocat. Also ein Riesenpaket, Open Source und absolut kostenlos, und ihr könnt einfach dem Search-Team so ein bisschen Liebe schenken. Quasi, wenn ihr irgendwo was von Search seht, favorisiert das, abonniert das oder lasst einfach mal ein paar ganz gute Worte da. Und da sind wir auch bei einem Thema, was mich auch nochmal betrifft. Da würde ich euch auch nochmal um Folgendes bitten. Das hilft dem Kanal
auch. Und ich finde, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein bisschen Feedback von euch bekomme. Schreibt mir einfach was in die Kommentare rein. Am allerliebsten was zu dem Thema oder vielleicht auch Fragen zu dem Thema oder einfach Fragen zu was anderes. Benutzt die Kommentare einfach. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann freue ich mich sowieso, wenn ich euch dann wiedersehe in einem der nächsten Videos oder der anderen Videos, die ich da habe. Und ja, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.